Hallo, liebe Freunde des Scambaiting, ich bin der Callcenter-Crasher. Heute mal mit zwei Anrufen von Firmen, die sich des Mimikry bedienen. Als Mimikry bezeichnen Forscher das Tarnen, Tricksen und Täuschen, um daraus einen Vorteil zu ziehen. Abgeleitet aus dem englischen Mimikry, was frei übersetzt Nachahmen bedeuten soll. Im ersten Anruf prahlen sie mit Regulierungen und Lizenzen, aber leider mit Lizenzen einer anderen Firma. Ob ich darauf reingefallen bin, hört ihr direkt nach dem Intro. Guten Tag, spreche mich an Jürgen Möckmüll. Ja, das ist richtig. Wer spricht da bitte? Grüße dich, Herr Möckmüll. Mein Name ist Andreas Zimmer. Ich melde mich von der Firma AgioFX. Sie haben sich vor kurzem bei uns registriert über unsere Plattform für das automatische Handelssystem. Ja, aber das hat ja nicht funktioniert, die Anmeldung. Das hat ja nicht funktioniert. Anscheinend hat es funktioniert, weil ich mich bei Ihnen melde. Ah ja, ach so. Na gut, dann erzählen Sie mal was über Ihre Firma. Also ich bin ein Finanzberater bei dieser Firma. Ich bin für Sie zuständig, damit ich Ihnen erkläre, wie genau das System funktioniert und Sie aber auch bei der Aktivation unterstütze. Also, Herr Möckmüll, wir arbeiten auf dem Finanzmarkt mit einer künstlichen Intelligenz beziehungsweise mit einem Roboter, der... Das oh, haben Sie keine echte Intelligenz? Also, automatisch. Haben Sie bei Ihrer Firma keine reale Intelligenz, nur künstliche? Bitte? Ich komme noch dazu. Ah ja, also, okay. Erst, ich komme noch dazu. Ja, gut. Erstens, wir arbeiten mit einer künstlichen Intelligenz und auch einem Finanzexperte, der das Ganze übernimmt, verwaltet, steuert und entwickelt. Das heißt, Sie bekommen von uns zwei in eins. Nicht nur eine Sache, sondern Sie bekommen einmal die künstliche Intelligenz und einmal eine echte Intelligenz, beziehungsweise von einem Finanzexperten, der ausgebildet ist und das Ganze für Sie verwaltet. Ja. Und weiter? Das Ganze funktioniert so, Sie investieren Geld auf dem Finanzmarkt, das Konto wird aktiviert und es wird gehandelt auf dem Markt. Fallende und steigende Kurse. Meine Frage, haben Sie bis jetzt schon irgendeine Erfahrung in diesem Bereich mit Investitionen? Ja, habe ich schon, ja. Gut, haben Sie da selber gehandelt oder auch mit jemandem oder in so einer Plattform? Ich habe selber gehandelt. Selber gehandelt, okay. Das heißt, Sie haben Erfahrung, das heißt, Sie kennen sich schon ein bisschen aus. Richtig. Meine Frage, mit wie viel eigentlich möchten Sie einsteigen? Naja gut, erstmal möchte ich was über Ihre Firma wissen, bevor ich festlege, mit wie viel Geld ich einsteige. Ich weiß ja doch gar nichts über Ihre Firma. Können Sie doch mal sagen, Ihre Webseite, weil ich hab sie ja gerade noch gar nicht aufgerufen, weil das hat ja irgendwie nicht funktioniert. Können Sie es noch mal buchstabieren, bitte, Ihre Webseite, dass ich da draufgehen kann? Ich werde Ihnen dabei helfen, genau. Ja, dann fangen Sie mal an genau, zu buchstabieren. Ich werde Ihnen dabei helfen, dass Sie sich dort einwählen. Ja, dann fangen Sie doch mal an, Ihre Webseite Anton. Zu nennen. A wie Anton, ja. I wie Ida. Ja. Ah, Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Sorry, ich fange nochmal an. Also, A wie Anton, G wie Gustav. Ja. I wie Ida, O wie Otto. Ja. F wie Friedrich, X wie Xavier. Punkt. Ein Punkt oder noch mehrere Punkte? Weil so kommt ja gar nichts. Wie geht's denn weiter? Ein Punkt. Also es heißt AgioFX, Punkt. C wie Cäsar, O wie Otto, Punkt. U wie Ulrich, K wie Kaufmann. Ausgesprochen heißt das AgioFX.co.uk. Okay. Gut. Und jetzt erzählen Sie mal was über Ihre Firma, bitte. Ich möchte ja wissen, was Ihre Firma genau macht und so weiter.
Natürlich. Wir sind eine Finanzfirma. Wir arbeiten seit über 5 Jahren auf dem Finanzmarkt. Wir handeln mit Kryptowährungen. Wir mit fallenden und steigenden Kursen und erwirtschaften Geld bzw. Profite für unsere Kunden. Wir ziehen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Unser Ziel ist, dass sie Geld investieren. Sie arbeiten dann mit einem Finanzexperten aus unserer Firma, der das Ganze für sie verwaltet, sie berät und das Konto entwickelt. Der Finanzexperte bekommt 5% Provision von dem Gewinn, nur von dem Gewinn, nicht von ihrer Anlage. Sein Ziel ist, dass sie mehr Profite erwirtschaften. Wenn sie zufrieden sind und lange bei uns bleiben und mehrere Gewinne erzielen, hat er natürlich auch eine bessere Provision. Wir sind eine lizenzierte Finanzfirma mit Hauptbüro bzw. Hauptsitz in England, London, und unter Kontakt können Sie auch unser Impressum sehen. Ganz unten rechts finden Sie Kontakt. Da steht unser Impressum. Außerdem ganz unten finden Sie unsere Registrationsnummern. Wir sind registriert in den United Kingdom sowie auch auf dem Finanzmarkt europaweit und registriert beim BaFin. Wo uns das Recht gibt, voll auf dem Finanzmarkt für unsere Kunden zu handeln. Ja, ich sehe gerade, Ihre Seite macht so gar nicht auf irgendwie. Ich sehe immer noch eine weiße Seite. Ich weiß nicht, warum das so langsam Haben Sie das ist. korrekt notiert? Ja, agiofx.co. Moment. Und co.uk. Ja, das ist ja nur die Sprache. Aber okay, schreiben wir nochmal .uk rein. Ja, das ist wichtig. So, jetzt haben wir sie. Okay. So, und wo finden wir jetzt irgendwelche Sachen? Sie haben gesagt, ganz unten irgendwie Impressum. Wo finde ich das? Ganz unten, wenn Sie ganz nach unten scrollen, sehen Sie da rechts Kontakt. Ja. Aber das ist kein Impressum. Wenn Sie auf Kontakt klicken, Das ist aber kein Impressum. Es ist, das ist ich sag, unsere Adresse ja, und aber es unseren heißt, Hauptsitz. ja, es ist aber kein Impressum. Ein Impressum muss auch Impressum heißen Das und ist nicht unsere. Kontakt. Was ist bei United Kingdom bzw. in England so? Wir sind ja, unser Hauptsitz ist in England, nicht in Deutschland. Okay. Das ist unter Kontakt finden Sie die ganzen Informationen und unten nochmal, damit ich das betone, in rechts unten im schwarzen Feld, in weißer Schrift, klein geschrieben, finden Sie 3 Felder. Und in alle diese 3 Felder finden Sie alle unsere Registrationsnummern. Wo sind die Nummern? Also ich bin ganz unten. Ganz unten Ja. auf dem schwarzen Feld. Es gibt ein schwarzes Feld und dort gibt es 3 Felder, wo steht AgioFX UK, LTD, a company registered in United Kingdom Company Number. Darunter steht AgioFX Ja, okay. Financial Service Company, authorized and regulated, und dort finden Sie alle 3 Nummern. Ja, habe ich gefunden. Okay. Aber schön. Ist doch schon mal gut zu wissen. So, und bei der BaFin ist es auch registriert, sagten Sie? Selbstverständlich. Ja, aber fangen wir doch erstmal mit der FCA an. So, dann schauen wir doch mal. So. So. Und das ist die Agio FX Limited, sagten Sie? Ja, okay, und dann schauen wir doch mal. Also Ihre Entschuldigung. Webseite müsste ja eigentlich heißen Agio FX Limited, LTD. Na gut, okay. Also FX Limit. Gut, und Ihre Adresse, mit der Sie registriert sind, ist wo? Unsere Adresse ist in Edward Road 210 in London. Okay, sehr schön. Gut, prima. Dann, ja, und Sie wollten mir irgendwie eine E-Mail schicken, sagten Sie irgendwie?
Ich wollte Ihnen eine E-Mail schicken mit der Webseite, falls Sie die nicht aufrufen können, aber Sie haben die schon aufgerufen. Von daher ist es jetzt, Ja, gut. brauche ich das nicht. Ja, gut, aber ich möchte, also man kann also bei Ihnen einzahlen. Das ist klar. Welche Summen kann man bei Ihnen einzahlen, um ein Konto zu eröffnen? Also der Mindestbetrag bei uns, der Mindestbetrag, damit ein Konto aufgemacht wird, liegt bei 250 Euro. Das Okay. ist der Mindestbetrag. Ja. Okay, und welche Möglichkeiten haben wir noch? Welche Summen? Also Mindestbetrag. Gibt es Wir einen haben Maximalbetrag? also Mindestbetrag gibt es, Mindestbetrag liegt bei 250, maximalen Betrag gibt es nicht. Wir arbeiten mit verschiedenen Programmen für Investoren. Die nennen sich Testlaufprogramme, das sind mit verschiedenen Summen bezogen. Also praktisch maximalen Betrag gibt es natürlich nicht. Es gibt nur einen Mindestbetrag, der erforderlich ist, damit ein Konto funktionieren kann. Und Sie sagten, es gibt ein vollautomatisches System. Richtig. Ja. Es gibt ein automatisches System, das heißt eine künstliche Intelligenz, einen festgelegten Algorithmus, der das Ganze für Sie startet, kalkuliert und strukturiert auf den Markt setzt, damit die Trades aufgemacht werden und damit es gehandelt wird. Mit Hilfe von einem Finanzexperten, der das Ganze steuert und verwaltet. Ja, gut. Und welches System ist das? Ist das der MetaTrader? Das ist der Bot-Trader, das ist entwickelt worden, selbst entwickelt worden von AgioFX. Und Bot-Trader? Also ich kenne den MetaTrader. Den nutzen Genau. Sie nicht. MetaTrader? Nee, nein. Ach so, Wir okay. nutzen einen selbst, genau. Wir nutzen einen Roboter, der von uns selbst entwickelt worden ist in den letzten Jahren, der ziemlich gut funktioniert und die Kunden bis jetzt ziemlich zufrieden sind. Natürlich, wie gesagt, der Roboter ist eine Sache. Meistens ist es wichtig, dass Sie mit einem ausgebildeten Experten arbeiten, der das Ganze steuert, kontrolliert und verwaltet. Weil nur mit einem Roboter zu arbeiten, das ist natürlich nicht das Beste, was man machen kann. Ja, gut. Und von wo aus rufen Sie jetzt an? Aus Also England? ich kann Ihnen ein bisschen Erfahrungspreis geben von meiner Seite, wenn Sie das haben möchten, weil ich bin auch ein Finanzexperte. Ich kann Ihnen sagen, ich arbeite mit über 100 Kunden unter mir auf meinem Portfolio und ich habe Kunden, die investieren zwischen 250 bis natürlich auch über 100.000 von Euro. Es gibt für jeden Kunde, für jeden Investor bei uns Möglichkeiten. Je nachdem, was die Ziele sind von demjenigen, der investieren will. Ja, gut, aber Sie sagten, Ihr Sitz ist in England. Das heißt, Sie rufen aus England an, oder? Unser Hauptsitz ist in England, ganz genau. Wir sind aber international. Zum Beispiel, ich rufe Sie aus unserem Büro in Österreich, in Wien. Wir haben verschiedene Büros. Hauptsitz ist natürlich in England und wir arbeiten jetzt nur mit deutschsprachigen Kunden unserer Abteilung, weil wir haben verschiedene Abteilungen, weil, wie bereits erklärt, wir arbeiten weltweit, also international, nicht Und deutschsprachig. Sie sagten auch, Sie wären von der BaFin auch reguliert. Richtig, von der BaFin sind wir reguliert, weil ohne BaFin kann ja normalerweise eine Finanzfirma nicht korrekt Okay, dann geben Sie mir noch mal funktionieren. bitte Das ist Ihre so wie ein BaFin-ID. Auto. Ein Ja. Auto kann ich ohne TÜV Ja, fahren. ich habe es verstanden. So, dann geben Sie mir bitte mal Ihre BaFin-ID. 101 101. 223 223. 75. Nee, gibt's nicht bei der BaFin. 101223 ist Sagen Sie mir. kein Suchergebnis bei Nein, der nein, nein, BaFin. nein, nein. Nein, 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 warten Sie. Sie haben nicht alles aufgeschrieben. Nee, 101. Wo 3. 101. Wo 3, 7. also 101, Sie haben eben gesagt 223. Genau. 101 2 2 3 7 5. 75. Das war's alles jetzt. Das ist die Nummer. Ja. Auch keine Ergebnisse bei der BaFin.
Es ist möglich, dass wenn Sie über die Internetseite suchen, dass Sie keine Ergebnisse finden, aber ich kann Nee, ich Ihnen gehe, per ich, E-Mail nein, ich gehe den direkt Link auf, ich, schicken, wo ich, alles steht. hallo, ich gehe direkt auf die Webseite der BaFin und überprüfe das dort. Also mit dieser Nummer 101-22375 ist niemand bei der BaFin registriert. Können Erklären Sie Sie mir mir bitte das. nochmal die Nummer sagen, die Sie eingegeben haben? 101-22375. Genau, 101-22375. Das ist unsere Nummer unter BaFin und ich kann Nein, Ihnen das ist sagen, dass das nicht. Es eigentlich ist nicht sein nicht. kann, dass Sie nichts finden. Es ist so. Gehen Sie doch mal auf die Seite der BaFin. Gehen Sie mal drauf auf die Seite der Das BaFin. mache ich gerade. Ja? Ich mache das gerade. Ich mache das gerade. Warten Sie bitte. Warten Sie. Wenn Sie mir eine Sekunde Zeit geben, das werde ich Natürlich. machen. So. Also ich kann es finden. Und Ihre da, E-Mail-Adresse ist hallo, hallo, jürgen.möckmüller@sudan.de. hallo, Ist das hallo, korrekt? hallo, ja, ist richtig, aber lesen Sie mal die URL vor von der BaFin-Seite, wo Sie sind. Ich habe Ihnen gerade eine E-Mail geschickt. Können Sie die Seite aufrufen? Ich möchte gerne, lesen Sie mal die URL vor auf der BaFin-Seite, auf der Sie sind. Ich befürchte nämlich, Sie sind gar nicht auf der BaFin-Seite. Natürlich, ich bin auf der BaFin-Seite, wo Ja, hier dann die lesen Sie Wahl doch in mal die Nummern steht. Das ist URL vor. Lesen Sie einfach mal okay. die URL vor. Portal. Fange ich gerade an. Portal.mop.de. Sie haben eine sehr Richtig, schlechte das Database, Telefonverbindung. das Ich ist höre Sie gar nicht. Ich kenne das so gar nicht. Sie rufen Sie mit dem Computer an. Hören Sie mich jetzt besser? Ja, dann können Sie jetzt noch mal. Jetzt geht's gerade wieder. Also, die Seite heißt portal.mvp.buffin.de Database Info Institut Details.do. Ich kann Richtig. Ihnen natürlich jetzt die komplette URL nennen, aber die sind zu lang. Nee, das ist ja ganz einfach. Sie gehen einfach nur statt dem info/suchform.do. Und da geben Sie mal Ihre Nummer ein. Und da wird nichts angezeigt. Bin gerade da. Ich bin gerade da. Moment. Sind Sie noch an der Leitung? Ja. Übrigens, den Link, den Sie mir da gerade geschickt haben mit der Nummer, das ist nicht für AGOFX oder so. Das ist für AGF International Advisors Company Limited. Auch eine ganz andere Adresse. Sie haben den Link aufgerufen, ja? Ja. Sie haben den Link aufgerufen. Das sagte ich gerade schon. Das ist eine ganz andere Adresse und das ist eine ganz Super. andere Firma. Was ist unsere Registrationsnummer? Nein, das ist eine ganz andere Adresse und eine Unter ganz BaFin, andere weil wir Firma. haben Lassen verschiedene. Sie mich doch einfach mal ausreden. Sie fallen mir permanent ins Wort. Die Firma, die unter Ihrem Link da registriert ist, das ist eine ganz andere Firma. Das ist nicht Ihre Firma. Warten Sie bitte ganz kurz. Warten Sie bitte ganz kurz. Natürlich warte ich. Hallo, sprechen wir hier Jürgen Mjöckmühl? Wer ist da jetzt bitte? Alexander Barth, der Teamleiter von dem Herrn Andreas Zimmer, Herr Mückmühl. Ich habe es mitgekriegt, dass es hier welche Streitereien gibt. Nö, was Fragen heißt Sie mich bitte, Streitereien? wo ist das Problem, beziehungsweise
Das habe ich Ihrem Kollegen gerade erzählt. Ich habe es über den Kopfhörer gehört. Bitte okay, was? Erklären Sie mir, damit ich Ihnen alles erklären kann. Wenn Sie sich nicht kennen, ist nicht unsere Schuld. Herr Merkmüll, Sie sehen unsere Firma bei der Basen gelistet. Es ist abgekürzt. Und wenn Sie nach unten scrollen, können Sie mal prüfen, was bei Es Ihnen ist nicht Ihre Firma, die da bei der BaFin registriert ist. Wer sagt das? Ich sage das. Ich sage das. Lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Sie fallen mir permanent ins Wort. Sie fallen mir permanent ins Wort. Also entweder wollen Sie meine Antworten hören oder wir lassen es gleich. So, jetzt können Sie darauf antworten. Ihre Entscheidung im Endeffekt liegt auf Ihrer Webseite. Ich bin nicht auf Ihrer Webseite registriert. Sie sind auf unserer Webseite registriert. Und wie ja, aber es ist ja nicht Ihre... Können Sie das nachvollziehen, dass das nicht unsere Firma ist? Ja, natürlich. Ich habe einfach mal geguckt bei der BaFin. Es ist abgekürzt. Nein, das ist es nicht. Es ist eine ganz andere Adresse. Es ist eine ganz andere Adresse. Es ist eine ganz andere Adresse. Es ist abgekürzt. Und deswegen ändert sich auch die Adresse? Abgekürzt. AGF. Ja, und deswegen ändert sich auch die Adresse, wenn eine Abkürzung da steht? Es ist nicht Ihre Firma. Schauen Sie, das ist die Hauptfirma. Es ist doch da unsere Nein, Firma, das ist England nicht. Nein, Europa es gibt. Ist. Es gibt. Ja, das ist Quatsch, das ist Blödsinn. Bei der BaFin muss jede Firma einzeln registriert sein. Genau, und nicht die Mutterfirma oder so oder die Hauptfirma, sondern Aber jede Firma einzeln. Hören Sie jetzt ne, zu. Nein, hören ich höre jetzt nicht zu, weil Sie sind ein Betrüger. Wenn Sie sich auskennen, ist es nicht meine Schuld. Ja, ne, ich kenne England, mich sehr gut aus und das England ist Ihr Problem. Ist ich kenne mich sehr gut aus. Das ist Ihr Problem. Sie sind als Betrüger an mir gescheitert. Das verstehe ich nicht. Ja, das verstehe ich, dass Sie nichts verstehen. Sie sind ein ziemlich dummer Mensch. Aber warum sind Sie überhaupt zu uns gekommen? Das verstehe ich nicht. Ja, das habe ich mehrfach gesagt. Man wurde ja gar nicht informiert, wo man landet. Ich habe eine Werbung geklickt und ich wusste nicht, dass ich bei Ihnen lande. So, ich erkläre Ihnen ein letztes Mal und dann beende ich das Gespräch. Ja, England, können Sie auch gleich beenden. Sie sind ein Betrüger, weiß ich schon. Und ich werde Ihr Video genauso wie alle anderen Videos auf YouTube einstellen, damit die ganze Welt weiß, dass Sie eine Betrügerfirma sind. So werde ich das machen. Und Ende. Im zweiten Anruf gibt man sich als eine reale und legale Firma aus Düsseldorf aus. Im Laufe des Gespräches entlarven die sich aber selber und am Ende wird es richtig kurios. Ich habe dann mal deren albernen Treiben einfach amüsiert zugehört und das wollen seriöse Finanzdienstleister sein. Urteilt selber. Markus Fisch am Apparat. Ich bin der Finanzberater von CapTrader Plattform. Ja. Ich hoffe, ich höre es gerade nicht. Bitte? Ich hoffe, ich höre es gerade nicht. Es geht aber um Ihre Anmeldung, die Sie bei uns im Plattform gemacht haben. Ja. Ich möchte Sie fragen, ob Sie schon mal Erfahrungen gemacht haben in diesem Bereich. Also Bereich Investitionen online. Tatsächlich, ja. Welche Firma waren Sie doch gleich? CapTrader. CapTrader, wann hatte ich mich denn da angemeldet? Wann? Ja. Okay, also die Anmeldung habe ich heute bekommen. Nee, das habe ich ja nicht gefragt. Ich habe gefragt, wann ich mich da angemeldet hatte. Ja, warten Sie da kurz. Ich schaue doch nach. Ja. Ich gucke mal im Kalender. Das war letzte Woche. Letzte Woche? Nee, war ich im Urlaub. Sie waren da im Urlaub? Ja. Und da kann man sich nicht anmelden, meinen Sie, oder wie? Ich habe mich nicht angemeldet, sage ich. Okay, wer soll sich dann angemeldet haben? Das weiß ich nicht. Das müssen Sie doch verifizieren. Ja, ich kann nur da sagen, dass ich eine Anmeldung mit dem Namen Maximilian Siegelbrecher bekommen habe. Ja, aber nicht von mir offensichtlich. Sonst wüssten Sie ja genau, wann ich mich angemeldet habe. Letzte Woche ist ja ein großer Begriff. Wann genau bitte? Letzte Woche... Das wird sich aber trotzdem nichts ändern, wenn ich Ihnen sage, wann das genau... Doch, ich möchte gerne wissen, wann ich mich da genau angemeldet okay, habe. Okay, kein Problem.
So. Am 13., das ist ein Dienstag gewesen. Der 13. war ein Dienstag, das stimmt, aber da... 15 Uhr. Nee, kann nicht sein, da war ich im Urlaub. Okay. Hat jemand anderes dann Zugang zu Ihrem Computer, Handy oder Daten? Nein. Sind Sie da sicher? Ja. Okay. Ja, dann weiß nicht, soll das der Gott gemacht haben? Ja, das weiß ich nicht, aber Sie müssen doch den... Sie rufen doch gerade an. Das heißt, Sie müssen einen Double-Opt-in haben, um mich anzurufen. Meine Anrufgenehmigung. Wo haben Sie die denn? Anrufgenehmigung? Ja, richtig. Das sogenannte Double-Opt-in. Ja, ich verstehe schon, was Sie meinen. Ja, aber, dann nennen Sie mir mal das Double-Opt-in. Das gilt aber nicht in Österreich, mein Lieber. Doch natürlich gilt das. Das gilt in Österreich. Natürlich nicht. Doch natürlich gilt das. Sie rufen in Deutschland an und dazu brauchen Sie eine Genehmigung. Ja, aber genau. Ich bin nicht aus Österreich an. Sie rufen aber in Deutschland an. Ja, das ist doch... Das ist genau, das schlimm, ist wichtig. Oder? Doch, genau das ist wichtig. Wieso ist das denn wichtig? Wieso ist das wichtig? Wenn ihr hallo. Sie anruft, soll er ich hören Sie doch mal auf, rumzuschreien. Was schreien Sie denn da so rum? Ich schreie nicht, Mann. Doch, Sie schreien. Das ist ein Schwachsinn. So, was? Sie nennen mich schwachsinnig? Ich verstehe Sie gar nicht. Sie schreien so in Ihr Telefon, dass ich gar nichts verstehe. Ich meine, es ist ein Schwachsinn, dass man dafür eine Genehmigung braucht. Weil wenn ich das ist kein Schwachsinn, das ist deutsches Recht. Das ist deutsches Recht. Nein, das ist kein Schwachsinn, das ist deutsches Recht. Also ist Ihnen das deutsche Recht egal? Also ist Ihnen das deutsche Recht also egal? Nicht alles. Ja, was heißt nicht alles? Also das Datenschutzgesetz ist Ihnen also egal. Schön, hören Sie mal kurz zu. Nee, warum soll ich Ihnen zuhören? Nennen Sie mir doch einfach mal das Double Opt-in. Nennen Sie doch einfach mal das Double Opt-in. Nennen Sie doch einfach mal das Double Opt-in. Sie haben gar kein Double Opt-in, richtig? Sie können so gerne rumschreien, wie Sie wollen. Ich verstehe Sie sowieso nicht so, wie Sie reden. Sie schreien doch gerade. Nein, ich schreie. Wollen Sie, dass ich schreie? So, jetzt habe ich geschrien. Okay. Mann, sind Sie dumm. Mann, sind Sie dumm. Mit Ruhe, Segelbrecher. Hören Sie mal kurz zu. Warum soll ich zuhören? Jedes Mal, wenn Sie zum Beispiel... Warum soll ich zuhören? Wenn Sie ein Mensch sind, dann hören Sie zu. Nee, ich bin, ja, natürlich bin ich ein Mensch, aber du bist kein Mensch. Du bist ein dummer Betrüger. Du bist ein dummer Betrüger. Wieso? Das ist aber legal, oder was? Das war was? Beleidigt, oder was? Ja, kannst mich ja gerne anzeigen, kein Problem. Nein, ich möchte Sie nicht anzeigen. Ich bin doch kein Anscheißer wie Sie. Ach, ich bin ein Anscheißer, hm? Nein, natürlich. Na gut, ist doch schon wunderschön. Ja, deswegen bist okay, du trotzdem ein dummer Betrüger. Du bist trotzdem ein dummer Betrüger. Ich höre dir nicht zu, du bist ein dummer Betrüger. Und genauso wie immer kommen diese Videos bei YouTube. Da wird sich ganz YouTube wieder... Dieses Video, was gerade mitgeschnitten wird. Du bist einer von den 20 Zuschauern, von denjenigen, die... einer von den 20? Nein, ich bin einer von den vielen Hunderten, die Videos hochladen. Gerade über Scambaiting. Bei den Steinen, bei den Kakerlaken-Partys. Ach, siehst du, er kennt schon welche. Natürlich. Natürlich, als Betrüger kennt man das, ne? Na klar. Ja, genau. Also gibst du ja zu, dass du ein Betrüger bist. Nee, ich höre dir nicht zu. Ich höre dir nicht zu. Du bist ein dummer Betrüger. Und du bist ein Hurensohn, stimmt? Ja, genau, damit hast du es jetzt wieder bewiesen. Wunderschön. Hervorragend. Prima. Beleidig mich doch weiter. Genau, wunderschön. Du wirst deswegen trotzdem nicht schlauer. Du wirst eben trotzdem nicht schlauer. Du bist trotzdem ein dummer Betrüger. Du bist ein dummer Betrüger. Das sagte ich mehrfach, aber du schnallst es einfach nicht. Du bist ein dummer Betrüger, genau. Und du bist ein Hurensohn. Ja, na und? Na und? Du weißt doch gar nicht, wie meine Mutter arbeitet. Du hast doch gar keine Ahnung. Du kennst meine Mutter nicht. Wieso sagst du sowas? Weil du ein dummer Betrüger bist. Mehr Worte kennst du ja gar nicht. Mehr Worte kennst du ja gar nicht. Du kennst ja nur Hurensohn und so wieder Mutter beleidigen. Kennen wir hundertfach.
Kennen wir hundertfach. Ihr werdet nicht intelligenter. Ihr seid blöd, ihr bleibt blöd, ihr werdet blöd sterben, hoffentlich bald. Du hast nach deutschen Gesetzen gesprochen. Eine Hure ist keine Beleidigung, sondern es ist ein Beruf. So. Ja, siehst du? Wenn deine Mutter mal eine Hure gewesen ist, sollte keine Beleidigung für sie sein, oder? Ach ja, und du kennst meine Mutter auch? Nein, kenne ich nicht. Na also, warum sagst du dann sowas? Oh Mann, bist du albern. Bist du albern und dumm. Ich habe genau das gesagt, wie du zu mir gesagt hast. Ja, du bist ganz schön dumm. Du bist ganz schön dumm. Ich unterstelle dir nicht, ich weiß Sachen. Was weißt du, Mann? Ich weiß, dass ihr Betrüger seid. Wer wir? Ihr, Cup-Trader. Trader hat eine Registernummer, hat eine Lizenz. Ja, wo denn? Das kann ich Ihnen gerne schicken. Ja, nee, sag doch mal, wo seid ihr lizenziert? Bei BaFin. Bei der BaFin, okay. Und ich weiß, dass... Pass auf, Cup-Trader, okay. Wo sitzt Cup-Trader? In Düsseldorf. Genau, und das seid nicht ihr. Pass auf. Ja, jetzt hör auf, das glaubt dir doch eh keiner. Weißt du was, du kannst das ganz einfach machen. Schick mir einfach eine E-Mail von Cup-Trader. Okay, ja, das mache ich dann. Genau. Das mache ich dann. Ich weiß, dass da keine E-Mail... Ich weiß, dass da keine E-Mail... Zurückzukommen. Nein, nicht zurückzukommen. Schick mir erstmal eine E-Mail, dann kannst du gerne nochmal anrufen. Dann kannst du gerne nochmal anrufen, wenn du eine E-Mail geschickt hast. Ich weiß, dass du keine E-Mail schicken kannst, weil du nicht Cup-Trader bist. Woher ich weiß es. Weil ich mit Cup-Trader telefoniert und gesprochen habe. Deswegen, ihr was könnt keine E-Mail... Ich habe mit Cup... Hör doch einfach mal zu, du dummer Mensch. Mann, deine Mutter ist dumm, Mann. Ja, nee, du bist dumm. Du bist dumm. Du bist so dumm. Hör mal zu, du Stück Scheiße. Ja, genau. Du bist ein seriöses Unternehmen. Natürlich. Ich lach dich aus. Ich lach dich aus, weil du so dumm bist. Ich lach dich aus, weil du so dumm bist. Du merkst gar nicht, wie dumm du bist. Du bist so dumm. Guten Tag. Ah, guten Tag. Ist der dumm. Hörst du mich? Ganz YouTube lacht dich aus. Herrlich, wunderschön. Ganz YouTube. Ach ja. Na komm, dann erzähl doch mal ein bisschen. Warst du? Sag mal was. Na los. Beleidige doch mal ein bisschen. Mach dich doch mal lächerlich. Nein, du beleidigst nicht, natürlich nicht. Natürlich nicht, du Hund. Du merkst gar nicht, wie dumm du bist. Sag mal, antworte doch mal. Ey, sag mal. Ey, sag mal. Letztes Mal könntest du ja gar nichts sagen, als wir 2-2 waren, ne? 2-2? Wer war denn 2-2? Na, du warst mit deinem Freund, keine Ahnung, wer da war. Ach, keine Ahnung, wer da war? Ja. Wer war denn da? Wer der war. Ah, so, und wann war das? Moisch. Oh, du kannst ja komische Worte. Kannst du auch was Deutsches? Was kann ich Deutsch? Nee, kannst du nicht. Sorry, wie konnte ich verwechseln? Du kannst ja gar nicht Deutsch sprechen. Ich kann genug Deutsch, nur um die deutsche Kartoffeln zu betrügen. Ja, das natürlich. Ist genug für mich. Nee, da wirst du ja nicht so erfolgreich sein. Da wirst du ja kein Geld verdienen. Oh, bin ich ja. Oh, bin ja, ich natürlich. Ja, und deswegen arbeitest du in einem billigen Callcenter, weil du so viel Geld verdienst. Natürlich. Du bist so dumm. Du bist so dumm. Ich will dich gar nicht finden. Wenn ich dich finden würde, dann hätte ich meinen Spaß mit dir. Genau. Du hast so einen YouTube-Kanal, ne? Ja, natürlich. Und du hast maximal 20 Zuschauer, wenn du live dabei bist. So. Ah, so? Mhm, okay. Und wenn du na, wie heißt denn mein YouTube-Kanal? Wie heißt denn mein YouTube-Kanal? Hör mal zu, wie heißt denn mein YouTube-Kanal? Du kennst ihn doch gar nicht. Du kennst ihn doch gar nicht. Was erzählst du denn? YouTube-Kanal kenne ich ganz gut. Ich kenne alle. Ja, okay. Wie heißt denn mein YouTube-Kanal? Wie heißt er? Los. Du kennst ganz viele, ja. Ich lach dich aus. Du hast keine Ahnung, wer ich bin.
Du bist einfach nur dumm. Und hast du noch was zu sagen? Ja. Ja, das und? Ding ist, ja. Der Unterschied. Der Unterschied ist, du bist dumm, du bleibst dumm, du wirst auch dumm sterben. Okay. Das ist richtig, Problem, genau. Der Unterschied ist zwischen uns Betrügern und euch YouTubern, wir verdienen Kohle damit. Nein, also ihr verdient keine Kohle. Ihr verdient ja keine Kohle, sonst würdet ihr nicht so billigen Callcentern arbeiten. Du bist so dumm, du merkst es gar nicht. Der Einzige, der sich Geld verdient, das ist dein Chef. Ich kriege mehr Zuschauer, wenn ich Fortnite spiele. Das Ding ist, wir verdienen Geld damit, du verlierst Geld damit. Ach man, ja. Na, fertig? Na komm, ein bisschen geht noch. Los, schon fertig? Kann schon nicht mehr. Bist du noch da? Natürlich, noch da, ich lausche dir. Ha. 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 Jetzt gehen alle Zuschauern weg, weil ich nicht mehr rede. Ach, das zeichne ich doch auf. Uninteressant. Uninteressant. So. Total uninteressant. Na, dann leg doch auf. Das ist ein YouTube-Kanal, das es jemals gab. Ja, den du noch nicht mal kennst. Ja, ja. Wir bitten, den YouTube-Kanal zu wechseln, bitte. Das ist ein YouTube-Kanal, der scheiße ist. Scheiße. Scheiße. Und wie heißt er? Wie heißt der YouTube-Kanal? Mit dem YouTube-Kanal macht ihr nur Fehler. Weil wie heißt der YouTube-Kanal? Wie heißt er denn nun? Wie heißt er denn nun? Machen. Da siehst du mal, wie dumm du bist. Du weißt so... Ach, natürlich. ich lach dich aus. Oh, ich hab's gefunden, ne? Nee, hast du nicht. Tatsächlich nicht. Oh, hab ich. Ja? Ja. Ich lach dich aus. Du hast keine Ahnung, wer ich bin. Doch, ich weiß, wer du bist. Du bist mein Hund. Ja, natürlich. Ja, ich lass dich mal weiter Tiergeräusche machen. Bis dann. Wie viele Zuschauer hast du gerade? Sei mal ehrlich. Wie viele Zuschauer hast du? Wie viele Zuschauer hast du? Ey, du Sokrate! Ich bin Donner
kümmern. Weißt du, dass ihr hier in der Türkei ganz viel Geld bekommen? Weißt du das? Oh, 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 Stück Scheiße. Komm nur nach Leisa, wenn du nicht so brauchst, du mich nicht einmal. Hehe. Hund, Hund, bist du Hund? Deutscher Schäferhund.